Party. Das ist auch so ein Song, der hat eigentlich eine ganz arg romantische Kernaussage. Es geht um jemanden, der feiern liebt, der gern auch Bier trinkt und einfach Spaß hat und wird dann von seiner Partnerin dafür zur Rede gestellt und er sagt, ein Leben ohne Partys kann ich mir nicht vorstellen und ein Leben ohne Partys ist für mich wie ein Leben ohne dich. Also finde ich schon sehr romantisch. Ja, was sehr witzig war bei den Aufnahmen, also diese Idee, dass da auf einmal die Frau den Spieß umdreht und diese eben rabiat wird, die kam dann später. Und wir hatten auf der Aufnahme die Frau, die da schimpft, das war Miri von Exile M. Sehr lustig war, ich wusste, was passiert, Miri wusste, was passiert, Ingo wusste so ein bisschen, was passiert, Matze, der uns aufgenommen hat, wusste nicht, was passiert. Miri fängt an zu brüllen und Matze fällt vom Stuhl. Das fand ich witzig. Das fand ich witzig, ja, genau. Die Frau hat mich zusammengeschissen, das war geil. Das war wirklich richtig cool. Ja, einer der wenigen Songs, wo ich einen großen Haupt-Act bin irgendwie. Ja, sogar zu hören. Muss man sagen. Ja, wo man sich richtig hört. Ich durfte nicht singen, aber ich durfte sprechen. Ja. Ja. Du hast ein Mikrofon gekriegt, ich war eingeschaltet. Ich hatte ein Mikrofon in der Hand und ich durfte was sagen. Ich durfte nicht singen, aber sagen. Ein Leben ohne Partys wäre öde.